Herzlich willkommen zu unserem Eltern-Web-to-go im Dezember mit einem Thema, das gut in die Advent- und Weihnachtszeit passt. Geschichten machen Kinder stark. Das ist etwas, was die Renate erfahren hat und woran sie uns heute auch teilhaben lassen möchte. Und ja, die Katja ist auch wieder da, unsere Moderatorin, ist wieder da. Beim letzten Mal hast du ja kurz pausiert. Freue mich, dass du wieder da bist und gebe gleich an dich weiter. Ja, sage ich auch herzlich willkommen. Bin ganz erstaunt, dass jetzt schon wieder Advent ist. Das kommt mir so kurz vor, dass wir die letzte Advent, die letzte Dezember Elternwebinar hatten. Ist gar nicht so lange her in meinem Kopf, aber doch ein ganzes Jahr. Ja, für die, die neu dabei sind, das größten Schritt habt ihr schon geschafft. Ihr seid schon herinnen. Jetzt müsst ihr nur mehr da bleiben und nicht mehr rausfliegen. Ja, ich werde gleich weitergeben. Ihr seht die Referentin, die Renate ist auch schon hier. Ich gebe nur noch kurz die Information, wenn ihr Fragen habt, dass ihr die jederzeit stellen könnt im Chat. Also im Chat könnt ihr euch zu jeder Zeit auch beteiligen mit Meinungen, Fragen, Anmerkungen. Keine Sorge, wenn etwas vielleicht nicht gerade nicht 100% zum Thema passt oder nicht in der Sekunde aufgegriffen wird. Es geht hier nichts verloren. Es wird alles von mir aufgehoben und dann an passender Stelle noch hereingeholt. Also ihr könnt wirklich jederzeit frei von der Leber weg hier sagen, was euch gerade bewegt und was euch gerade beschäftigt und was ihr gerade wissen wollt. Ja, ich begrüße heute ganz herzlich die Renate Rudolph. Sie ist Elternbildnerin, Spielgruppenleiterin und Märchenerzählerin. Da hätte ich eh noch gern mir gewünscht, dass du da genauer sagst, was das oder wie du das Ja, machst, du Märchenerzählerin bist. gerne. Damit gebe ich gleich an dich weiter zum Thema Geschichten, Geschichten erzählen. Gut. Ja, danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich dieses technische Feld jetzt auch erobern darf. Ich bin Märchenerzählerin und war gestern in Mining, das ist bei Braunau, und habe eine Adventwanderung gemacht. Es waren 60 Leute da, es waren Erwachsene und Kinder. Und wir sind losgestartet in einer Kirche und haben dann Märchen, also habe zum Beispiel die Frau Holle erzählt und dann sind wir ein Stückerl Weg gegangen und dann sind lauter kleinere Märchen gekommen, dann ist wieder das Rumpelstilzchen gekommen, also ein größeres Märchen oder längeres Märchen und dann wieder kleinere und dann haben wir so einen Abschluss gehabt bei Schloss Frau Stein, wo dann eine Feuerschale war mit Fackeln und dann hat es nur zwei, drei Märchen zum Abschluss gegeben. Ja. Die Eltern nehmen das wahnsinnig gern an. Gerade der Advent bietet sich an und die Kinder sind total aufmerksam, hören zu, haben große Augen und sind ganz fasziniert von den Geschichten. Kann Ja, ich ich mir bin vorstellen. Elterntrainerin im Hauptberuf, aber das Märchen, ich bin draufgekommen, dass das Märchen total gut dazu passt, weil Kinder brauchen einfach diese Geschichten, diese Werte, die wir ihnen vermitteln, über das Sprechen, über das Wort. Und vorher haben wir gedacht, ich mache ganz was anderes, aber ich bin draufgekommen, dass also Erziehung und Märchen sehr eng verknüpft sind, weil die Worte uns ja auch erziehen, weil da viele Lehren oder Weisheiten drinnen verpackt sind, die man so gar nicht immer erzählen kann, sondern dann in diesen Geschichten transportieren sie Mut oder was auch immer. Ja, und ich würde jetzt gern starten mit einem kurzen Märchen. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte, dass ihr merkt, wie das ist, wenn eine Märchenerzählerin was erzählt. Aber eben nur kurz, weil um das geht es heute nicht, sondern dann gehen wir auf die Hintergründe von der Geschichte ein. Der Fuchs ist einmal von einem Spaziergang heimgekommen. Er will gerade in seine Höhle schlüpfen, da sieht er, ein Kobold sitzt darin und will ihn nicht hineinlassen. Da ist der Fuchs zum großen Bären gegangen und hat gejammert. Ach, lieber Herr Bär, in meiner Höhle sitzt ein Kobold und der lässt mich nicht hinein. Hilf mir doch, ihn zu vertreiben. Der Bär tröstet den Fuchs und geht mit ihm zur Fuchshöhle. Kaum kommen sie in die Nähe der Höhle, da hören sie den bösen Kobold auch schon brüllen. Schert euch fort, oder ich fress euch auf. Und da ist der Bär wieder heimgegangen.
Nun geht das arme Füchslein zum Wolf. Der kluge Wolf will dem Fuchs auch gerne helfen und zieht mit ihm los. Kaum kommen sie wieder in die Nähe der Höhle, da schreit der böse Kobold wieder: "Schert euch fort, oder ich fress euch auf!" Und da ist auch der Wolf nach Haus gelaufen. Zum Schluss ist noch ein Tier dem Fuchs zu Hilfe gekommen. Ein ganz kleines, eine Ameise. Die ist leise, ganz leise zum Fuchsloch hineingeschlüpft und hat angefangen, den Kobold zu zwicken und zu zwacken, sodass er gar nicht mehr stillsitzen konnte. Am Schluss hat er es nicht mehr ausgehalten, ist aufgesprungen und auf und davon gelaufen. Nun ist der Fuchs wieder in seine Höhle eingezogen. Ja, jetzt schaue ich mal kurz, wie alt eure Kinder sind von euch Teilnehmenden. Aha, das sind also sehr viele. Sind das jetzt Prozentzahlen, oder Katja? Ja, das sind die Prozent. Aha, okay. Also unter 5 sind ja, die meisten. Ja, genau, man sieht es am Balken, genau. Jetzt genau. Passt es mit dem Prozent. 60, 30, ja. Genau. Ja, vielleicht möchtest du mal noch aber mehrere auswählen, gell? Weil, das heißt, die älter haben, haben möglicherweise auch kleinere. Also das ist für genau, alle Kinder okay. Auszuwählen. Genau. Okay. Ja, vielleicht wollt ihr mir noch so eine Idee dazu schreiben. Was ist euch durch den Kopf gegangen, wie ihr gehört habt, Geschichten machen Kinder stark? Das würde mich noch interessieren bei der zweiten Abfrage. Ich komme ja auch aus der Spielgruppe, also bin sehr lange schon Eltern-Kind-Gruppenleiterin und habe gemerkt, dass die Kinder schon in ganz jungen Alter fasziniert sind von Geschichten. Da fängt man an mit Vierzeilern und Reimen und erzählt diese Geschichten. Oder diese Reime und die Kinder wiederholen das. Und anfangs glaubt man, sie hören gar nicht so. Aber so ein Rhythmus, das kann man im Kopf nachvollziehen. Also das heißt, da baut dann das Wort und die Sprache darauf auf. Da kann man sich ganz leicht etwas merken. Dann wird mit den Händen noch unterstützt, irgendwelche Bewegungen gemacht. Und so lernen die Kinder schon ganz klein mit Worten und Sprache umzugehen. Also sie sitzen auch bei der Mama am Schoß. Das ist immer ganz wichtig bei Geschichten, dass dieses kuschelige, dieses heimelige Gefühl, ja, man hat also, man ist geschützt, der Geruch steigt auf, also von, wenn wir zuerst haben gesagt, die Omas dann so gern Geschichten erzählen, manchmal steigt bei gewissen Geschichten dann die Gerüche auf, wo das erzählt worden ist. Und es darf immer ein bisschen spannend sein, ne? Wenn man dieses kuschelige Gefühl dahinter hat, dann darf die Geschichte ruhig spannend sein, nur soll es nicht zu, wie soll ich sagen, schrecklich werden. Also der Wolf zum Beispiel in den Geschichten bei den Gebrüdern Grimm, der wird immer nur als der böse Wolf betitelt. Aber es wird keine Beschreibung gegeben, wie er ausschaut, sondern diese Bilder entstehen dann im Kopf von den Kindern, je nach Erfahrungswert, was man eben schon selber erlebt hat. Also wenn wir zurückgehen auf die Geschichte, die wir jetzt gehört haben, dann kann man den Fuchs nachvollziehen oder dieses kleine Tier, was zum Schluss dazukommt. Da entsteht schon so eine kleine Geschichte im Kopf oder ein Bild, was das jetzt sein könnte und was diese Kleinen machen. Ich möchte gerne auf den also Jahreskreis noch eingehen. Die Krabbelgeräusche, die du dann gemacht hast. Ja, genau. Also wir haben jetzt da noch keine Antwort. Also beim Assoziieren haben wir jetzt noch keine, haben wir nicht viele Antworten. Aber vielleicht ist es einfach so offen, dass nicht ganz klare Assoziationen noch sind, sondern einfach sich alle darauf einlassen, auf das, was du bringst. Schätze ich mal. Genau. Gehen wir mal zu deiner Präsentation. Schalten wir weiter zum Jahreskreisbild. Also das Jahr, also in der Spielgruppe ist es auch so, dass man ganz viel anhand des Jahreskreises arbeitet. Das heißt, man schaut sich an, was ist im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter für eine Qualität vorhanden.
Und wenn man das so ein bisschen nachvollzieht, dann kann man schauen, im Frühling, da sprießt alles, das ist die Kraft, die nach außen strebt. Das ist alles ganz jung, und also wenn man das aufs Lebensalter ummünzt, dann kann man auch sagen, diese frühe Kindheit, wo die Kinder die meiste Kraft haben, wo das also wirklich nach außen geht. Das ist Aufbruch, Neubeginn, Erwachen. So eine richtige Sehnsucht ist im Frühling da. Dann geht der Sommer weiter. Im Jahr, wenn man das wieder anschaut, das ist die Fülle. Also da wächst alles, da gedeiht alles. Es ist alles draußen, die Sonne scheint, es ist schön warm. Und das Gleiche passiert auch im Lebensalter. Also man ist im Sommer in der Zeit, wo man den Beruf entwickelt, die Familie gründet, vielleicht ein Haus baut. Die Kinder werden meistens da auf die Welt gebracht. Also man ist so richtig im Tun und im Arbeiten, in der vollen Kraft seines Lebens. Dann beginnt der Herbst in der Jahreszeit, jetzt die Zeit der Ernte. Also die Natur zieht sich schon etwas zurück, die Blätter fallen ab, aber die Früchte werden ausgebildet und man bedankt sich für diese Früchte, die da entstanden sind. Wenn man das jetzt wieder auf das Lebensalter umsetzt, dann ist es auch hier, also ein bisschen weg vom Trubel. Es muss schon nicht mehr so die richtige Karriere sein. Man kann sich schon etwas ausruhen. Man greift auf das eigene Wissen, auf die Lebenserfahrung zurück, auf das, was man schon erlebt hat. Ja, und genießt so die Zeit. Man ist nicht mehr nur im Außen, man geht schon ein bisschen in das Innere. Man reflektiert sehr viel. Und meistens kommt in diesem Zeitalter auch so die Religiosität wieder etwas stärker zum Vordergrund, Spiritualität. Und die Zeit des Winters, wo wir jetzt also gerade im beginnenden Winter drinnen sind, das ist jetzt, außen wird die Welt still, meistens ist es kalt oder der Schnee liegt. Und jetzt ist es innen, also man heizt ein und man sitzt zusammen und erzählt Geschichten. Also man zündet sich eine Kerze an, es ist ja auch die Zeit der Weihnacht, wo wir das Licht erwarten. Und im November beginnt diese dunkle Zeit, wo man merkt, also es geht manchmal auch in die Depression, also es wird alles dunkel. Und jetzt ist es wichtig, dass man das innere Licht entzündet hat. Die kuschelige Zeit beginnt, die Eltern sitzen zu Hause und da beginnt jetzt diese Zeit, wo wir gesagt haben, wo die Großeltern auch da sind, wo man sich eine Tasse Tee einschenkt und wo man reflektiert. Zum Beispiel der Adventkranz könnte das auch sein, dass man bei jeder Kerze einfach nachdenkt, was ist mir in diesem Jahr Gutes widerfahren, welche Erlebnisse habe ich gehabt, aber welche Erfahrungen habe ich daraus gezogen. Das Wichtige ist immer das, dass wenn etwas passiert ist, dass man dann die Erfahrung daraus zieht. Und da kann es jetzt helfen, wenn wir Geschichten erzählen. Zum Beispiel unsere Geschichte vom Kobold und der Ameise, vom Fuchs und Kobold, so heißt die Geschichte, wo man merkt, der Fuchs, also das ist sozusagen der Held der Geschichte, er kommt in eine Notlage, kommt nach Hause und sieht, die Höhle ist besetzt. Und in allen Geschichten bleiben die Helden nicht zu Hause und warten ab, was passiert, sondern sie ziehen los. Und er geht jetzt los und geht zum Bären und fragt, ob er ihm helfen möchte. Und der Bär will ihn natürlich unterstützen und geht mit ihm zu der Fuchshöhle hin. Also sie schauen jetzt mal, was da los ist. Aber der Kobold vertreibt den Bären und er läuft davon. Aber der Fuchs gibt nicht auf, sondern er sagt, na, wenn mir der Bär nicht helfen kann, ist ja gleich, dann gehe ich einfach zum Wolf und suche mir einfach einen neuen. Und geht wieder zum Wolf und fragt und der geht los und sucht mit ihm wieder die Höhle auf mit dem Kobold, aber auch er wird vertrieben. Und dann merkt man, dass oft es nicht der Stärkste oder der Schnellste ist, sondern manchmal sind es auch diese Kleinen, und die Helden oder die Kinder identifizieren sich ja immer mit diesen Helden. Und jetzt merken sie, oh, auch die Kleinen sind gefragt. Also die können auch was bewirken, indem dass sie überall rein können, dass sie so eben das Zwicken und Zwacken da erledigen bei dem Kobold. Und dass dann der Kobold aufspringt und davonläuft. Und diese Bedrängnis wird gelöst. Und das ist irgendwie ganz interessant für die Kinder, wenn sie merken, aha, auch ich kann irgendwas in der Welt bewirken. Ja, es gibt also eine Selbstwirksamkeit. Wenn ich etwas tue, dann lösen sich die Dinge.
Also die Not bleibt dann nicht bestehen, sondern ich muss mich aufmachen, auf den Weg machen. Es kommt Hilfe oder auch nicht. Die geht wieder. Ich muss fragen um die Hilfe und dann wird sie die Lösung zeigen. Geschichten werden immer in der bestimmten Gegenden erzählt. Das heißt, diese Geschichten übermitteln Weisheit, Handlungsmuster oder Muster, wie wir denken oder wie wir uns verhalten. Das wird in diesen Geschichten angesprochen. Es werden auch Gefühle transportiert. Also die Geschichte erzählen immer von zum Beispiel Mut oder Tapferkeit oder auch Traurigkeit. Also es kommen alle diese Gefühle in die Handlung, in das Erzählen. Und der Held, der zieht dann seine Ergebnisse, also seine, aus diesem Erlebnis seine Erfahrungen. Ausgebildet werden immer bestimmte Fähigkeiten. Es gibt, wir bestehen ja nicht nur aus Körper, sondern wir sind eben auch Seele und Geist. Und in der heutigen Zeit ist dieses Nicht-Sichtbare, dieses Materielle sehr im Vordergrund. Also wir konzentrieren uns sehr auf diese Dinge, die im Außen passieren. Aber diese inneren Werte werden oft nicht angesprochen. Das heißt, man muss manchmal dieses Nicht-Sichtbare hervorholen und es geht eben sehr gut über diese Geschichten. Zum Beispiel, wenn Ängste und Nöte entstehen, dass man weiß, also wenn man diese Geschichten anschaut, sie gehen immer gut aus. Wenn ich jetzt mehr Geschichten gehört habe, dann bildet sich in mir so ein Vertrauen, dass es wird schon Hilfe kommen. Und ihr kennt es vielleicht, diese Sprüchlein, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Also auch diese Sprüche sind schon aus alter Zeit geboren und sind nicht umsonst da, sondern sie zeigen uns wieder auf, wo wir hinwollen. Wenn wir uns die Fähigkeiten anschauen, die man ausbilden kann, ich klicke jetzt da mal weiter. Also körperliche Fähigkeiten, wie wir angesprochen haben, sind zum Beispiel ein handwerkliches Geschick oder Fingerfertigkeit. Es betrifft die Sinne, dieses Hören, Sehen, Riechen, Schmecken. Auch die werden im Märchen oft angesprochen, also diese Sinne werden immer wieder besprochen. Kraft oder Geschicklichkeit und Schnelligkeit, Sauberkeit oder eben Ordnung. Flink und wendig. Also das sind nur einige dieser körperlichen Fähigkeiten, die ausgebildet werden müssen. Und als Erziehender wisst ihr vielleicht, also mir geht es halt immer so, dass ich oft nicht weiß, was soll man alles ansprechen in der Erziehung. Aber wenn man das dreigeteilt hat und wenn man merkt, okay, es gibt einerseits eben diese körperlichen Fähigkeiten, dann kann ich mich manchmal in Situationen auf die körperlichen Fähigkeiten konzentrieren. Und dann schauen wir weiter. Ich möchte jetzt gerne die seelischen Fähigkeiten zuerst ansprechen. Das ist immer das Verbindungsglied zwischen der geistigen Welt, zwischen der himmlischen, geistigen Welt und der irdischen, materiellen Welt. Ist die Seele die Verbindung? Und das sind die Kräfte des Herzens. Also nicht der Körper wird gestillt, es wird keine Muskelkraft aufgebaut, sondern es werden Kräfte entwickelt, die mir zum Beispiel helfen, eben Abenteuer zu bestehen, nämlich der Mut oder das Durchhaltevermögen, nicht aufzugeben, weiterzumachen. Da können wir ja zum Beispiel von Kindern sehr gut lernen, bis die laufen beginnen, sind sie schon 100-mal hingefallen, aber sie sagen nicht, oh, was bin ich für ein schlechter Mensch, ich kann nicht laufen, sondern sie stehen einfach immer wieder auf und ich probiere es nochmal und nochmal und nochmal und irgendwann geht's. Seelische Kräfte sind auch dieses Mitgefühl, dieses empathische Empfinden, in den anderen sich hineinzudenken, wie der denkt und wie der fühlt und das mitzufühlen und dann den Rückschluss zu ziehen, vielleicht nach dem Motto, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Das ist ein hoher Wert, den man den Kindern mitgeben kann. Und wenn sie sich nach dem ausrichten, also immer wenn man so ans eigene misst, will ich das, dann kann man auch nachvollziehen, ob es der andere will. Aber man muss es natürlich im anderen erkennen. Dieses Mitgefühl und empathische Empfinden ist eine hohe Fähigkeit.
Dann gibt es die Hilfsbereitschaft, Geduld, aber auch Zuverlässigkeit oder Gewissenhaft. Zum Beispiel im Frau Holle Märchen, wo die Goldmarie diesen Backofen entleert oder den Apfelbaum schüttelt. Also sie wird dazu angeregt, das Notwendige zu tun, aber gewissenhaft zu erledigen. Ja? Und die Pechmarie, die macht es einfach nicht, die ist halt faul oder zeigt es nicht nach außen. Zufriedenheit ist ein hoher Wert, also, und dieses Vertrauen, was man sich auch in den Märchen oder Geschichten sehr gut aneignen kann, weil Geschichten immer gut ausgehen. Das heißt, wenn ich schon mal erlebt habe, dass etwas gut ausgeht und das ist vielleicht schon zwei, dreimal passiert im Märchen, dann gehe ich davon aus, dass es auch das vierte Mal so sein wird. Das heißt, es entwickelt sich ein Vertrauen in mir, dass die Helden, wenn sie losmarschieren, immer Hilfe erhalten, aber auch immer ihre Ängste und Notsituationen lösen können. Und wenn sie nach Hause zurückkommen, haben sie eine Fähigkeit mehr erworben. Zum Beispiel die Zufriedenheit oder eben das Vertrauen oder auch etwas anderes. Also in jedem Märchen oder jeder Geschichte wird eine dieser Fähigkeiten besonders angesprochen. Man lernt aber auch Anerkennung zu geben, Verständnis zu zeigen für die Not eines anderen und eben Belastbarkeit und Frust aushalten. In der Erziehung ist es ein großes Schlagwort, dass man Impulskontrolle, könnte man das nennen, dass man die eigenen Impulse kontrolliert. Das heißt, nicht allem sofort nachzugeben, sondern mit dem zu spielen. Zum Beispiel bei kleinen Kindern, wenn sie was Süßes bekommen, ihnen zu sagen, du, wenn du bis nach dem Mittagessen warten kannst, dann kriegst du zwei Zuckerl und wenn du es gleich haben willst, vielleicht nur eines. Also, dass sie einfach diesen Frust oder das Nicht-Erhalten etwas hinausschieben können. Man hat festgestellt in der Wissenschaft, wer eine gute Impulskontrolle hat, der ist auch im Leben später sehr erfolgreich oder sehr stabil in seinen Beziehungen, sehr stabil im Berufsfeld und so weiter. Ja? Also es ist eine hohe Fähigkeit. Ja, und dann noch zu den geistigen Fähigkeiten. Da gehört zum Beispiel eben das Gedächtnis dazu, was wir auch unterstützen durch diese Reime, also gerade in der Spielgruppe im Alter zwischen 1 und 4 Jahren jetzt inzwischen, legt man diese Fähigkeit mit Worten zu spielen an. Lieder singen, kleine Vierzeiler auswendig lernen oder Geschichten nacherzählen in bestimmten Rhythmen. Das ist eine gute Grundlage für später eben das Gedächtnis zu trainieren. Das ist auch wie ein Muskel, wie auf der körperlichen Ebene, wenn ich die Kräfte stehle durch Fitness oder durch Laufen oder durch Gewichte heben, kann ich genauso mein Gedächtnis trainieren. Und wenn ich das übe und Gedichte oder Lieder auswendig lerne, dann ist mein Gedächtnis trainiert und es kann das einfach viel schneller. Dann gehört dazu die Auffassungsgabe oder Lernfähigkeit, das logische Denken, Orientierungssinn. Die Konzentration ist auch eine wichtige Fähigkeit in der heutigen Zeit. Die Kinder sind sehr zerstreut oder wir selber sind sehr im zerstreuten Modus. Also die Werbung lenkt uns ab oder sind viele Veranstaltungen, viele, viele Angebote, die wir wahrnehmen können. Also wir sind immer wieder im Außen zerstreut und diese Konzentration, da wird immer weniger Augenmerk darauf gelegt. Was brauche ich aber später im Leben? Ich brauche diese Konzentration, diese Fähigkeit, mich auf etwas einzulassen und das dann durchzustehen. Und in der Spielgruppe, Entschuldigung, machen wir das zum Beispiel mit konzentrierten Arbeiten, wo man zum Beispiel Nudel auffädelt. Oder also wo man den Fokus legt auf ein bestimmtes Tun. Bei kleinen Kindern beginnt man mit 10 Minuten und später dehnt man das dann aus. Das ist also eine Möglichkeit. Oder einen Text zu lesen oder eine Geschichte oder ein Märchen zu lesen und dann die Kinder zu fragen, was hast du jetzt da verstanden? Und es ist sehr interessant, manche Kinder können fast wortwörtlich die Märchen noch erzählen
Ja, und manche tun sich da schwerer, aber das ist also einfach das auch wieder zu üben, ja. Was habe ich verstanden? Was habe ich mitgekriegt in den Märchen? Und das konzentriert zu wiederholen. Impulskontrolle habe ich schon angesprochen. Technische, sprachliche, mathematische Begabungen. Ihr wisst, dass man da nicht gleich ausgebildet sind. Manche sind mehr auf der technischen Seite, manche mehr auf der sprachlichen, manche mehr auf der mathematischen Begabung. Bleiben wir beim Märchen oder bei der Geschichte. Wenn Kinder das gewohnt sind, dass sie im Jugendalter viele Geschichten erzählt bekommen, dann ist es wie eine Fremdsprache. Also wenn man zum Beispiel im Märchen heißt es manchmal und sie verschied, ja, dann fragen die Kinder zwar manchmal noch, was heißt es, aber manchmal ergibt sie das einfach aus dem Sinn und sie verstehen das Wort und es ist einfach ein neues Wort, was sie integrieren. Und Geschichten, also Kinder, die viele Geschichten gehört haben, die sind später beim Aufsatzschreiben sehr wortgewandt. Also die haben dann einen viel reicheren Wortschatz zur Verfügung als Kinder, die wenig mit Worten zu tun haben und mit Geschichten. Ja, also jetzt würde ich gerne nochmal diese Tugenden ansprechen. Die Fähigkeiten, gehen wir nochmal zurück, oder was? So, die seelischen Fähigkeiten, das sind eben diese Kräfte des Herzens. Wichtig ist für die Kinder zu merken, sich einzubringen. Also es dreht sich nicht um mich, aber es kommt auf mich an. Geschichten erzählen das immer wieder. Jetzt gehen wir zurück auf das Märchen, was ich euch am Anfang erzählt habe. Hätte die Ameise nicht eingegriffen, dann wäre der Fuchs nicht wieder in seine Höhle eingezogen. Das heißt, es ist wichtig, das zu tun, was ich erkenne und was ich in meinem Bereich machen kann. Wenn ich das unterlasse, dann verliert sich eine Wirkung. Wenn sie ganz klein sind, reden sie oft mit dem Fernseher. Und dann sagen sie, das Häschen hat sich da hinten versteckt, schau doch, wo das Häschen ist. Und der Fernseher, der verändert sein Tun nicht. Das heißt, er gibt keine Reaktion auf die Aussagen des Kindes. Und Kinder lernen dadurch, dass es egal ist, ob ich was sage oder nicht. Ja? Weil diese Selbstwirksamkeit wird im Fernseher eben nicht beachtet. Darum ist es sehr wichtig für die Eltern, dass man sie zu Hause hinsetzt und immer wieder Gespräche führt mit den Kindern, immer wieder nachfragt, was hast du dazu gesehen? Oder zum Beispiel kommen ja immer wieder Fragen in den Geschichten und die als erstes zurückzugeben und zu sagen, oder warum ist der Wolf, warum hat er das Rotkäppchen gefressen oder die Großmutter gefressen? Ja, was glaubst denn du? Gib mal die Frage zurück an dein Kind und schau mal, was das Kind dazu sagt. Jeder, der eine Frage stellt, hat schon eine kleine Antwort in sich und möchte die ja gerne preisgeben. Also es geht einfach immer wieder, dass man eben zurückfragt und dann zuhört, was das Kind schon für Gedanken hat. Das ist sehr, sehr spannend im Leben, mal die kleinen Kinder zu fragen, was sie vom Leben sich erwarten oder wünschen oder welche Träume sie haben. Manche antworten ja auf die Frage, was willst du denn werden? Ja, Bauer und Wirt und Pilot. Und manche Erwachsene sagen dann, ja, also das geht gar nicht. Drei Sachen auf einmal. Versucht es einmal zu sagen, ja, wie stellst du es dir denn vor? Möchtest du zuerst Bauer werden oder zuerst Pilot? Oder wie siehst du das Ganze? Und dann zuzuhören, ja, also die Innenwelt des Kindes kennenzulernen, das machen diese Gespräche aus. Und gerade Großeltern, zum Beispiel, wo die Kinder nicht so oft sind, und die Kinder kommen dann, die fragen dann die Kinder, ne? Wo bist du denn gerade in der Schule? Oder was machst du im Sport? Oder was ist dein Lieblingsbuch, was du gerade liest? Und das merken die Kinder, dass das eine qualitätsvolle Zeit ist, wenn man so gefragt wird und man darf über sein eigenes Leben erzählen und seine Gedanken da ausbreiten. Das macht was mit den Kindern. Sie werden größer und sie dürfen sie jetzt präsentieren und meistens hören ja Oma und Opa zu und finden das voll spannend, was das Kind erzählt. Das ist Selbstwirksamkeit, ja, wenn ich von mir erzählen darf und die hören mich dann. Das sind so wichtige Fähigkeiten, die ich euch gerne mitgeben möchte.
Jetzt würde ich nur gerne auf ein Thema. Moment, das war Da der. jetzt schon Fragen von dazu, weil wie gesagt, dürft ihr Ja. jederzeit im Chat stellen oder ja, am besten im Chat, falls schon was aufgetaucht ist oder eine Anmerkung oder eine Idee oder sonst was. Sonst dürft ihr euch auch zurücklehnen und ein kleines Stückchen noch weiterhören. Dann haben wir ja noch eine gemeinsame Übung. Ja. Also es geht immer wieder um das, dass man seine Gedanken zuerst einmal spürt und auch merkt, was im Kopf da so los ist, also was man alles denkt. Zum Beispiel kann es euch passieren, ihr geht in ein Kaufhaus und hört eine Werbung und geht raus und kauft euch dann einen Cola, obwohl man das gar nicht wollte vorher. Also man wird oft gedacht und in eine Richtung gelenkt, das mal selber zu merken. Oder diese Kreisgedanken, diese berühmten, wenn mich ein Problem einfach nicht loslässt und ich werde da auch gedacht. Ja, meine Gedanken gehen im Kreis und ich kann mich da nicht wehren. Eine gute Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man eben zum Beispiel Lieder singt. Ja, einfach Texte, die man gut kann, Lieder aus der Kindheit, drei, vier Strophen oder kleine Gedichte aufzusagen oder eben selber sich ein Märchen zu erzählen, was man schon mal gehört hat. Dann lenkt man die Gedanken in eine Richtung und bestimmt, was man selber denkt. Das heißt, das meinst du jetzt auch wirklich ganz ad hoc in der Situation, wo ich so Kreisgedanken ha habe, Genau. zum Beispiel, dass ich dann ein Kinderlied singe? Ja, also es passiert ja oft in der Nacht, Spannend. Spannende man wacht Methode. auf und Ja, genau. merkt dann, okay, Kennt jeder, dieses glaube Rad bewegt sich und ich kann ich. nicht Ja. aussteigen aus diesem Rad. Also manche tun Schäfchen zählen, das ist so eine bekannte Version, dass man sagt, jetzt fange ich einfach an zum Schäfchen zählen. Hauptsache, ich beschäftige meinen Geist, ja. Und das kann ich aber eben auch mit Lieder machen, kann ich mit Texten machen oder mit Märchen zum Beispiel. Und dann steigt man aus diesen Kreisgedanken aus, ja. Wichtig ist nur, auch dieses Problem irgendwann anzugehen, so wie der Märchenheld, ja. Nicht zu Hause zu sitzen und Angst zu haben, sondern nach außen zu gehen, also in die Handlung zu gehen und dann auch andere zu fragen, wie würdest denn du das machen oder kannst du mir helfen? Ja, es geht da immer wieder, dass man um Hilfe bittet. Aber wichtig ist es eben, sich aufzumachen und das zu erledigen. Aber wenn Gedanken kommen, wo ich jetzt gerade mit dem nichts anfangen kann, da bestimme ich, was ich mache. Ja? Und die Reizüberflutung ist auch ein Schlagwort heute bei uns, also dass wir einfach zu viel der Dinge haben. Also kleine Kinder haben schon Radio und sehr viel TV-Musik. Besser wäre es zum Beispiel immer wieder eine gleiche DVD anzuhören, also auch die Musik nicht ständig zu wechseln. Und Märchen, also ich kenne es von meinen eigenen Kindern, sie haben immer wieder die gleichen Märchen gehört. Ja, also nicht nur fünfmal, sondern 50 Mal haben wir immer wieder die gleichen Märchen erzählt. Und das kann man auch machen mit DVDs. Also wenn man Filme anschaut bei kleinen Kindern, dass man lieber die gleichen Filme immer wieder anschaut, als dass man ständig was Neues reinholt. Ja? Man kann schon jeden Tag das Sandmännchen anschauen, aber wenn ich so Serien schaue, dann schaut euch die Serien 20 Mal an. Ja? Man wird immer wieder was Neues entdecken und man kann die Dinge besser verarbeiten, wenn man sie öfter hört, öfter sieht, als wenn man das nur ein einziges Mal hat und dann schon wieder eine neue Serie. Also auszuwählen, welche Bücher, welche TV-Sendungen, aber auch welche Lieder und dann, wenn ich sie ausgewählt habe, immer wieder ganz oft zu hören. Einen Gedanken habe ich noch reingestellt, zum Beispiel, dass man eben sich als Opfer fühlen kann, also dass man eben hilflos ist. Gehen wir wieder zurück auf das Märchen vom Ausgang. Der Fuchs hätte auch aufgeben können, ja, und hätte sagen können, okay, ich komme in meine Höhle nicht mehr rein, da sitzt der Kobold drinnen, jetzt habe ich verloren, ich bin so arm und alle müssen mich jetzt bemitleiden. Aber das machen Helden im Märchen nie. Also sie gehen immer los, sie gehen immer raus und schauen sich das aus der Nähe an. Und manchmal merkt man das so, Ängste bauen sich dann auf, wenn man gar nicht so wirklich hinschauen kann oder wenn man nur drüber nachdenkt. Da werden die Ängste ziemlich groß. Wenn man aber hingeht und mit den Menschen Kontakt aufnimmt und fragt oder wie immer, merkt man dann immer, dass die eigentlich eh ganz nett sind und dass man eh mit denen reden kann oder dass man eben Dinge dann auflösen kann, wenn man es tut.
Also der Geist ist da sehr gefährdet, dass man das in sich geschlossen hat und dann eben diese Angst immer größer wird. Ich weiß nicht, ob jemand die Geschichte mit dem Hammer kennt. Also da denkt einer drüber nach, er möchte ein Bild aufhängen. Und dann denkt er sich, jetzt geh zum Nachbarn rüber und leih mir den Hammer aus. Und dann geht das Gedankenkarussell los. Na, der hat mir letztes Mal schon so komisch angeschaut. Der ist sicher recht unfreundlich. Na, vielleicht habe ich was Falsches gesagt. Und so geht dieses Gedankenkarussell weiter und irgendwann geht er dann rüber, läutet an und sagt, sie können sich ihren Hammer behalten. Und ich glaube, diese Geschichte kennt man ein bisschen, dass man eben diese Angst innerlich so aufbauscht, ja, und so mit sich selber in Kommunikation steht, dass man dann schlussendlich gar kein reales Bild mehr hat von dieser Situation. Und das passiert oft. Also das heißt, lieber gleich rübergehen und fragen, was er sich gedacht hat, als dass man das selber so aufbauscht. Ja, und dann noch eine Idee, dass man aus Problemen Proben macht und aus Überforderung eine Herausforderung. Weil wenn ich nur alleine in Gedanken, also nicht von Problemen rede oder spreche, sondern von, ah, das ist wieder eine Probe, da kann ich wieder nachdenken, was ich mache. Und eben, wenn ich sage, es ist eine Überforderung in der Zeit, gerade vor Weihnachten, wo wir so viele Dinge haben, man kann auch denken, das ist eine Herausforderung, wie kann ich mit den Dingen umgehen und wie schaffe ich es diesmal wieder. Aber nicht nur ich muss es schaffen, sondern wer kann mir helfen, was kann ich abgeben, was können wir gemeinsam machen und so weiter. Also so zu denken über die Dinge macht auch sehr viel aus. Ja, Fragen sind bis jetzt noch keine gekommen. Dann würde jetzt mal eine Frage an die Gruppe geben. Dann machen wir es umgekehrt. Stell du mal die Fragen, ne? Ja. Also, wir haben jetzt von körperlichen, von geistigen und von seelischen Fähigkeiten gesprochen. Welche Fähigkeit ist dir oder ist euch wichtig, den Kindern im Advent zu erfahren, zu stärken? Entspannung. Spannung, Entspannung. Es ist immer ein Wechsel der Dinge, also von der Entspannung in die Spannung und umgekehrt. Zuhören ist eine wichtige Fähigkeit, genau. Im Sinne von Fragen stellen, was derjenige in sich schon für Ideen hat. Entschuldige, Empathie. Die noch nicht wissen, wie man schreibt, ihr müsst einfach nur auf das T klicken und dann könnt ihr im weißen Bereich schreiben und dann einfach mit dem Pfeil woanders hinspringen. Also Enter bringt nichts, da wechselt nur die Zeile, sondern mit dem Pfeil woanders hinklicken und dann erscheint das, was ihr geschrieben habt, auch für alle anderen sichtbar. Also das T in der linken Spalte ist die Schrift, sind die Buchstaben für euch. Genau. Mut, Gutmütigkeit. Ja, Ruhe, genau, das ist Pendant zur Entspannung, Ruhe, Stille finden in sich. Ist auch der Dezember oder ist der Winter, die Ruhe zu finden, die Stille in sich zu entdecken. Den Zauber alter Geschichten erfahren, das enthält das Wort schon. Das ist immer, Geschichten sind zauberhaft. Da kann man sehr viel entdecken in dieser Welt. Gutmütigkeit, Mut auszuwandern, genau. Glaube ist eine interessante Sache. Die Spiritualität verliert sich heutzutage immer mehr. Also wir sind sehr im Materialismus gefangen und haben vergessen, dass die Welt, Spirit bedeutet ja auch Geist, im Geist entstanden ist und ich muss den Geist wiederfinden. Das ist eigentlich Religiosität. Selbstvertrauen, mir selbst zu vertrauen und den anderen zu vertrauen. Ja, und dann gehen wir zur zweiten Frage über. Vielleicht kennt ihr schon Geschichten. Es kommt noch was, humorige Geschichten zum Thema Friedfertigkeit. Das ist schön, der Friede ist immer wichtig. Und der Humor. Der Humor in den Geschichten kommt immer sehr stark heraus. Den darf man nicht vergessen. Ja, habt ihr schon Tipps und Anregungen, vielleicht Geschichten, die ihr selber gerne lest mit Kindern, die ihr weitergeben wollt, wo ihr sagt, die lieben meine Kinder ganz besonders und warum oder warum ich?
Kottern ermittelt, okay. Spannend, Krimi. Findus und Weihnachten, ja. Das ist jetzt im Kino, glaube ich, oder? Mein Sohn war halt mit der Schule dort. Ah, das weiß ich gar nicht. Etwas und Okay. Findus. Wir haben das Buch auch. Ich kenne zum Beispiel auch diesen Gryffalo. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Mamamoo und die Krähe. Genau, der Gryffalo. Jetzt kommt da. Was? Zacharias hilft dem Weihnachtsmann. Ui, schön. Geschichte aus dem Mund, ja. Genau. Sehr lieb. Der Weihnachtshase, okay. Das hat sie jetzt überschrieben. Ferien auf dem Ponyhof und Lotta. Pferde sind ganz beliebt, ja. Die Ollis, die kennen mich, ja. Genau. Aber es geht auch immer wieder eben diese selbst erfundenen Geschichten. Die Kinder lieben es, Geschichten von euch selber zu hören, wo man, manchmal geben sie ja drei Begriffe und dann dürfen Mama und Papa sich was ausdenken, was da jetzt rauskommt. Das ist ganz spannend und das regt unsere Gedanken und unsere Fantasie auch sehr an. Also das muss, kann man auch üben, ja. Das ist auch etwas, was man vielleicht brach oder stillliegen lässt seit der Kindheit. Wenn aber dann wieder eigene Kinder kommen, dann darf man das wieder aufleben lassen, darf man das wieder trainieren und dann kommt man die Fähigkeiten wieder. Flusi, das Sockenmonster, Katze auf dem Weihnachtsbaum. Aha. Habt ihr was entdeckt bei den Geschichten? Was hat euch da gefallen an diesen Geschichten? Schnee in der Südsee. Der Humor wieder, sind sehr lustig. Hüte aus aller Welt, aha. Vom Nikolaus. Also gerade um die Weihnachtszeit hat man ja wirklich eine große Auswahl. Fängt an mit November, mit Nachtgeschichten oder Mondgeschichten. Geht dann weiter mit Barbara, dann kommt Nikolaus und Krampus. Also da ist ein großer. Und die Krippe zum Beispiel gibt ja auch sehr viel her. Die heilige Familie mit dem Kind, wie sie wandern. Also das sind alles auch tolle Geschichten zur Weihnachtszeit. Und die Märchen. Der Gryffalo zum Beispiel, den kenne ich, der bearbeitet die Angst auf eine ganz eine tolle Art und Weise. Also, da kommt keine persönliche Hilfe, aber eine Idee hilft ihm weiter. Das muss man sich mal einfallen lassen. Ich hätte auch noch eine Empfehlung. Also, ich habe ein Märchen erzählt. Eben, ich zeige das mal kurz im Bild. Märchen Das für ist jetzt nur kleine klein Kinder. bei dem Ha! Screen, aber wir schreiben es in den Chat, gell? Genau. Also das ist von der Brigitta Schieder, wo ich die Märchenerzählerausbildung gemacht habe. Und von der Spielgruppe gibt es einen tollen Band, ich zeige ihn nochmal ganz kurz. Hurra, Jesus hat Geburtstag und da kann man im Dezember wirklich viel nachlesen, Bastelanregungen, Geschichten, wie man eben mit Glaube und Weihnachten umgeht, was man den Kindern erzählen kann. Also da gibt es ganz viele Anregungen drinnen. Und ich glaube, ihr gebt auch den Link rein, das kann man beim Spiegel direkt bestellen. Genau, ist schon im Chat, ja. Jetzt muss ich da schauen, Grüffel mal. Ja, genau, das, beim Grüffelo steht da, der Mut, mein Sohn ist oft kleiner als Gleichaltrige, das hat ihm gezeigt, dass auch Kleinere viel bewirken können. Ich glaube, auf das kommt es oft an. Die Großen haben die Schwierigkeiten nicht, die sind körperlich den anderen überlegen, aber die Kleinen, die brauchen oft zu Hilfen. Und das ist wirklich gut beim Gryffalo. Der Findus. Ja, genau. Der Findus ist auch also immer wirklich eine reichhaltige Geschichte, mit dieser Katze zu sprechen und das auszumachen.
Der Zauberer Zacharias, genau, ja. Dann wechseln wir vielleicht nochmal in den Fragemodus. Was Katze meinst du auf zur dem Weiner. Gibt es noch Präsentation irgendwelche oder Fragen zu also Geschichten so meinst dazu? du es? Oder vielleicht können wir nochmal, sollen wir noch ein Whiteboard machen? Ah, da kann ich umschalten, gell? Kannst du aufs nächste gehen, das ist dann ganz weiß, aber da oder Ja, im Chat, genau. kann man, im Chat kann man ja auch sch schreiben, ne? Das ist wie du willst. Gibt es auch irgendeine Frage, die ich euch beantworten kann? Vielleicht in Bezug auf Erziehung und Geschichten oder Spielgruppe? Arbeitet alles noch? Oh ja, jetzt gibt es jemanden. Jetzt kommt irgendwas. Genau. Die Märchenausbildung habe ich beim Spiegel gemacht. Also da gibt es die Brigitta Schieder und die Maria Dürhammer und die bieten das, ich glaube, im Wechsel von allen 2 Jahren immer wieder an. Und da macht man sehr, sehr viel mit Geschichten anlernen und eben so Körperübungen dazu, dass man eben auch Gefühle transportieren kann, weil es geht schon um das, was man erzählt, es auch zu fühlen. Das ist ganz eine interessante Ausbildung. Wie lange dauert die? Ah, da hast du mich jetzt zu schnell gefragt, wie Oder lange hat die wie? gedauert? Ich glaube, 4 Mal haben wir uns getroffen, genau, 4 Wochenenden, glaube ich. Vier Blöcke. Da ist noch Also eine Frage. Märchen, genau. Also Märchen live zu erzählen, ist natürlich besser. Aber man kann sie auch vorlesen, also zusammensetzen und vorlesen. Das macht auch gar nichts aus. Eine CD ist dann okay, wenn man dabei ist. Also ich sage jetzt mal, Kinder, also das Gefühl zu geben, dieses Kuschelige, dieses Zusammensitzen, das macht da ganz viel aus mit Geschichten. Aber natürlich ist nichts dagegen zu sagen, wenn man dann die CD am Tag öfter dem Kind alleine also zum Anhören gibt. Aber wichtig ist es so am Abend vorm Einschlafen, dass man da so eine gemeinsame Phase hat, dass man sie zusammensetzt. Beim Erzählen vielleicht noch ein Tipp, also man muss sich vorstellen, wenn man Bilder transportiert, bis die Bilder im Kind entstehen, darf man sehr zurückgehen von der Geschwindigkeit, wie schnell man erzählt. Das muss man mal ausprobieren. Vielleicht lasst sich einmal eine Geschichte erzählen von jemandem und dann versucht ihr diese Bilder nachzusehen, ja? Und dann merkt man, wie schnell man eigentlich erzählt. Wir sind in der heutigen Zeit immer zu schnell. Wir dürfen ruhig ein bisschen runtergehen. Dann soll es immer im gleichen Wortlaut sein. Also, dass man entweder eben liest oder versucht, so ziemlich die gleichen Worte zu finden. Meine Kinder haben mich dann darauf aufmerksam gemacht, wenn man was vergisst in der Geschichte oder ein bisschen einen anderen Wortlaut sagt, dann wissen die das sofort, dass da was anders kommt. Und Reime und Sprüche einfach zu wiederholen. Zum Beispiel beim Rumpelstilzchen gibt es ja auch immer wieder dieses: Heute backe ich, morgen braue ich, übermorgen hole ich mir der Königin ihr Kind. Also, dass man das dann mit den Kindern einfach mitsagt, das sind quasi Reime, die man sich auch wieder als Handlungsmuster irgendwann einmal aufsagen kann. Also, so magische Reime und Sprüche zu wiederholen, ist auch sehr gut. Das merken sie sich ja auch sehr, sehr Ja, schnell. genau, da sind sie Erstaunlich immer schnell, wenn sie noch klein sind, dabei. gell? Das geht irgendwie rein, ne? Soll Jetzt man kommen die noch ein paar Fragen. Im Stimme? Chat sind auch noch zwei, aber ich sag's nur. Okay. Jetzt gehen wir auf Design. Soll man die Stimme bei den verschiedenen Figuren verändern, wenn diese sprechen? Also man kann die gerne verändern, das kann man machen, das ist gut, nur soll es nicht zu viel sein. Also wenn der Wolf jetzt spricht, ja, dann darf man sehr wohl vielleicht ein bisschen tiefere Stimme machen, der Wolf zu sprechen, aber nicht dieses fürchterlich, oh, und jetzt kommt der Wolf. Also das ist, da muss man sich sehr zurücknehmen. Ja. Das habe ich früher immer gemacht, aber da schrecken sich Kinder zu viel. Es darf ein bisschen spannend sein, ein bisschen über das normale Maß hinausgehen, aber schrecken soll es die Kinder nicht. Das tut ihnen nicht gut. Und wo gibt es noch Fragen? Kannst du Geschichten zum Mut machen empfehlen? Ist der eine im Chat? Kommen noch die Fragen? Genau. Ja, also dieser Gryffalo zum Beispiel.
ist zum Mutmachen, zum Sowas, Empfehlen. ja, Und also wie alt wäre das Kind jetzt wieder, wäre da wichtig. Aber ich kann mir vorstellen, so bei vier, wenn man mit 4 Jahren anfängt, zum Märchen zu erzählen, da kann man durchaus schon mal die 7 Geißlein erzählen. Also das sind auch Geschichten, die sehr Mut machen. Ja. Dann lese ich noch von der Sonja. Meine Tochter wechselt im Moment sehr arg mit ihren Gefühlen. Gibt es da ein Märchen? Sehr arg mit ihren Gefühlen. Was meinst du genau? Also du meinst vielleicht diese Stimmungsschwankungen, oder? Sehr hohe Gefühle und also sehr, sehr lustig und sehr traurig, ja? Ja, Mhm, genau. okay. Ah, eine Geschichte dazu, das ist jetzt gut. Wie alt ist das Kind nochmal, Sonja? Fast 7. Sie ist fast 7. Von traurig zu wütend, da fällt mir jetzt gar nichts Passendes ein, aber. Wir haben ja, glaube ich, bei den Eifersucht. Teilnehmern, Aha, wenn ich jetzt vorher kommt die. gesehen habe, die Genau. Andrea Kromoser, die Andrea Kromoser Habe ich da noch leitet die was übersehen? Familienlektüre. Und vielleicht hat sie eine Idee, falls sie noch da ist. Ich weiß nicht, ob sie noch da ist. Ich habe jetzt nur an sie denken müssen, weil ich glaube, sie hat ja auch so Buchtipps für Familien und so weiter. Also. Eifersucht. Also Eifersucht kommt immer vor, wenn diese Auch das. Geschwisterszenen sind. Also zum Beispiel, wenn ihr zum Beispiel bei Frau Holle mit den oder bei Aschenputtel, ja, da kommt auch diese Eifersucht sehr stark rein, weil das Aschenputtel wird ja verstoßen. Aber das sind natürlich schon sehr lange Geschichten. Da muss das Kind schon gut zuhören können. Also für Dreijährige ist das noch zu viel, aber bei 7 kann man gut schon Aschenputtel erzählen. Die hören sich das schon gut an. Aber nicht nur einmal, sondern eben öfter vorlesen, würde ich sagen. Bei 3 für Eifersucht. Fällt mir jetzt auch momentan nichts ein dazu. Eifersucht. Wenn ihr Probleme mit Eifersucht habt in der Familie, dann versucht, also wenn das Kind zum Beispiel sagt, ah, die Schwester hat ein größeres Stückerl Torte und ich möchte mehr, dass man die Frage an das Kind zurückgibt, dass man sagt, möchtest du ein größeres Stück Torte? Also immer den Grund der Eifersucht zu erfragen, indem dass man die Frage zurückgibt, ja? Oder der Bruder kriegt immer mehr oder der kriegt ein neues Gewand und ich nicht, ja? Dann zu fragen, möchtest du eine neue Hose? Und dann ins Gespräch mit dem Kind zu gehen. Das hat sie bei der Eifersucht am Punkt. Ja? Wir dann immer vergleichen. Lasst euch nicht in den Vergleich hineinziehen, sondern bleibt es bei dem Kind und gebt es die Frage immer wieder zurück. Also, dass man wirklich draufkommt, um was geht's gerade. Ja? Weil sonst sagt man, ma, das dort ein Stück ist aber gleich groß wie das andere, man tut sie nichts mehr rechtfertigen. Also zurück und zu sagen, willst du mehr von mir? Ja? Und dann zu erfahren, was es genau ist. Ciao, da kommen jetzt im Chat auch noch Ah, sehr gut. von. Danke an alle, denen noch was eingefallen ist. Ich glaube, da führt es jetzt eh sehr weit, aber da geht es ja vielleicht auch mit einer konkreten Frage, mit einer E-Mail an dich oder so, Renate. Ja, genau. Konkret. Gerne, Weil also wir sind mit wer. der Zeit jetzt schon relativ knapp für die ganz, ganz einzelnen Fragen. Gibt es mir ein bisschen Und Zeit, schreibt es mir ein E-Mail und ich schreibe euch gerne zurück. Ja, dann kann ich nachdenken, die was ich euch Gefühle empfehlen sind kann. offenbar sind immer ganz im Vordergrund, gell? Das Die sind ja sind bei die machen Märchen ein bisschen immer viel angesprochen. Genau. wie die Märchenfiguren oder die Geschichten mit den Gefühlen umgehen. Das ist, Genau. glaube ich, immer ganz. Ja, Okay. denke, herzlichen Brigitte ist Dank. auch wieder da. Ja, Ja. der Zeitpunkt, wo man Schluss machen denkt. Danke, Renate. Ihr seht ja unten Gerne. deine E-Mail-Adresse oder deine Website, wo man dich auch Webseite. erreichen kann. Und du wirst dann noch eventuell Antworten schicken, ganz konkret. Gerne. Vielen, vielen Dank. Gerne. Wie immer hätten wir auch am Schluss ganz gern von euch so ein kurzes Feedback zu dem heutigen Abend, wo ich euch jetzt bitte, dass ihr da einfach hineinschreibt, was euch dazu einfällt.
was ihr von heute mitnehmen könnt. Und parallel dazu möchte ich euch gerne ein paar Informationen geben. Zum einen eine Information, die uns sehr freut, weil es eine große Auszeichnung ist. Elternweb2go hat einen Preis gewonnen. Und zwar hat Elternweb2go in Deutschland den Wolfgang Heilmann-Preis gewonnen, ausgeschrieben wurde für Initiativen zum Lernen in der E-Society. Das war also das Thema. Und wir haben gemeinsam mit David Rötler, den ihr vielleicht kennt, weil er hin und wieder mit uns gemeinsam Webinare veranstaltet zu digitalen Themen, Elternweb2go eingereicht und diesen Wolfgang-Heilmann-Preis gewonnen. Und das freut uns sehr, weil es doch eine Auszeichnung ist, dass wir auch in Deutschland sozusagen wahrgenommen werden. Das ist die eine Info. Zweite Info zu unserem Gewinnspiel. Wir haben in der Zwischenzeit eine Gewinnerin ermittelt. Danke für die Gratulation. Wir haben in der Zwischenzeit eine Gewinnerin ermittelt für unser Gewinnspiel zur Geschichte. Jetzt habe ich es mir gerade verlegt. Moment. Es war, ich muss kurz nachschauen noch einmal. Es war C, irgendwas mit C, CH. C.st. Und die Geschichte war die Eule mit der Beule. Und das ist unsere Gewinnerin oder unser Gewinner. Und wir würden bitten, dass der oder diejenige eine kurze Nachricht an elternbildung@forumcap.at, ich schreibe es gleich in den Chat. Genau, schickt mit der Adresse, damit wir dann den Gewinn zuschicken können. Ja, soweit die beiden Nachrichten und dann wollen wir noch hinweisen, so wie jedes Mal am Ende, auf unseren nächsten Internet. Es kommt ein Jänner und zwar am 16. Jänner diesmal zu einem Thema. Entschuldige, Brigitte, ich höre dich jetzt ganz schlecht. Ist das nur bei mir so oder liegt das an dich dir? Auch nicht. Sonst übernehme ich wieder. Aber du hast es eh schon in den Chat geschrieben. Übernehme einfach. Soll ich einfach übernehmen? Du wolltest noch ankündigen. Ja, passt schon. 16. Jänner haben wir das Thema trocken werden. Tschüss, Pampers und Co. Sauber werden, sauber bleiben. Ist, glaube ich, immer wieder ein großes Thema und wird auch ein bisschen nicht so gern angesprochen, aber wenn, dann kommt ganz viel. Also bin ich auch selber schon sehr neugierig, was da dazu kommt. Und sicher aber auch ein paar überraschende Dinge, wie lange das dauern kann und was vielleicht doch nicht so gut ist. Und wenn die Oma sagt, du warst mit 1,5 schon trocken, ob das überhaupt stimmt oder stimmen kann. Also bin da selber sehr gespannt, was da kommen wird. 16. Jänner, wie gehabt, Montagabend, 20.15 Uhr. Ja, war sonst noch was? Den Preis hast du ja gesagt. Ich höre dich schon, aber sehr leise. Also du kannst. Also ich denke mal, das Wichtigste ist gesagt. Hört ihr mich jetzt? Ja, jetzt ist besser. Jetzt. Vielen herzlichen Dank. Und ein frohes ja, das ist ganz wichtig zum Abschluss. Genau, ein frohes Fest zu wünschen und euch schöne und gemütliche Tage mit euren Familien, schöne Weihnachtszeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Genau. Tschüss. Frohe Weihnachten an alle. Ja, alles Liebe. Kommt's gut ins neue Jahr.